100 years have passed since the rise of the Eterin Empire and its untimely demise following the Great Plague. In these troubled times of quarreling factions and outlaws roaming the land, work is not scarce for a band of mercenaries. The stories of this age have been recorded. They are known as The War Tales. Moin zusammen, weiter geht's mit War Tales. Wir haben nochmal neu geladen und den Kampf müssen wir nochmal neu versuchen. Demenzia darf keinen Schaden erleiden, sie wird entfernt, wenn sie Schaden erleidet. Deshalb werden wir mit Demenzia angreifen. Und dann einmal rauslaufen. So, Tritos. Zack, einmal durchs Feuer schubsen. Na, krass. Auf die Rückseite. So, jetzt läufst du mal dazwischen. Sehr gut. Bisschen dichter ran. Und pieks. Dazwischen. Okay, nächste Voraussetzung. Jeder Gefährte muss seinen Zug neben einem Verbündeten bilden. Tritos wird aus dem Kampf entfernt, wenn das nicht passiert. Wir rennen einmal auf die Rückseite. Wir nämlich 5 Punkte haben, wenn die Sau hier stirbt. So, guten mitnehmen. Und jetzt. Singelt, ne? Die Poste. So, wieder auf diese Seite. Sehr gut. So, jetzt kommt. Na komm, lass mich nach rechts. Demenzia. Mit dem ranziehen. Genau, Anfälligkeit. Und ran da. Raus hier. So, ich muss jetzt nur aufpassen. Tritos darf sie nicht bewegen. Okay, dann bleibt Tritos eben stehen. Demenzia. Ab nach vorn. Ranziehen. Gut, als nächstes muss Inkontinentia dahin.
2,5. Hier hinter. Rennt. Ja, für Tritos ist jetzt natürlich richtig blöd. Aber dem passiert hier eh nichts. Verteidigungshaltung. Verdammt. Okay, ja. Tritos muss leider. Minus 62. Neue Runde beginnt. Alle Gefährten müssen sich bewegen. Alter, ich mache überhaupt keinen Schaden hier. Gut, du musst jetzt hier rum, auf diese Seite. Zingelt. Berserkerhaltung. Das andere Schwert, die andere Axt. Schade. Ich muss mich irgendwie so positionieren. Ja. Dass ich noch mit dem Schild reinhau. Da kommt gleich Gift noch mit raus, ne? Dann mal hier runter. Und Tritos. Oh ja, der war gut. Muss in einen Kampf verwickelt sein am Ende der Runde. Okay, kriegen wir vielleicht auch noch hin. So, bisschen Gift, ne? Eins, zwei, drei. Nicht so viel gebracht. Minus eins, ey, was soll das? Okay, auf die Rückseite. Jawohl. Der war richtig mega. Provozieren. Er ist gleich schon wieder dran, Donten, ne? Stärke 149, 91, 109. 113 bis 134. Ja, komm, der macht mehr. Jawoll! Okay, der letzte, ne? Jeder Gefährte muss seinen Zug neben einem Gegner beenden. Menzer wird aus dem Kampf entfernt, wenn das nicht der Fall ist. Ja, witzig, ey, Leute. Wie gemein. Das ist gemein. Viel zu weit weg. Und tschüss. Weg ist sie. Puh, und den hier zu dritt? Na, ich weiß ja nicht. Aber es ist nur noch Lisbeth, ne? Dann muss der Tritos ran.
Ab ins Feuer. Gut, als nächstes 6,5 Meter. 2. Macht ein bisschen mehr Schaden so von der Seite. Mit Distanz. Das könnten wir tatsächlich schaffen. Jetzt kommt noch Viva. Mit Blut und Gift und alles. Auf diese Seite. Oh fuck, minus 100. Willenskraft. Viva darf keinen Schaden erleiden. Inkontinenz wird aus dem Kampf entfernt. Dann Abflug jetzt. Nach vorne und heilen. Yes. Okay. Genau, rein. Und daneben aufstellen. Unterstützt. Ja, ich muss Tritos jetzt am besten dran lassen. Fuck. Inkontinenz wird entfernt jetzt, ne? Ja, shit. Weil sie das Messer oder die Axt hier auf Viva geschmissen hat. Das ist schlecht. Infektiöses Öl. Oh ja, der war gut. Dann laufen wir ein Stück nach hinten. Ah, ein bisschen Rüstungskratzer macht nichts. Noch so einen. Ja, das kann ich tatsächlich schaffen. Ja, Rüstungskratzer. Das kriegen wir hin. Viva wird aus dem Kampf... jeder Gefährte muss seinem Zug neben einen Verbündeten. Okay, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Abflug. Jawohl. Und weg, ne? Gut, gehst hier mal auf die Rückseite. Oder? Ja, komm, gehst hier auf die Rückseite. Minus 40 ist auch raus, verdammt. Okay, aber das schafft er. Jetzt kommt Riposte, Rage. Jawohl. Eins, zwei, drei, oder? Nee, warte mal. Zuerst den hier, ne? Ja. Tapfer. Geil. Well now, the Fifth League really is too easy for you. I can't wait to see how you'll fare in the next one. Please allow me to give you this reward. Oh, geil. Trivettas Gambeson, Trivettas Spanghelm. You can take on this league again if you're not tired of it, or move on to the Fourth League, provided your reputation is good enough. Okay, dann machen wir die leichte, einmal die schwere Herausforderung, ne? Und dann müssen wir im Prinzip beides machen. Time to get serious. Kämpfen, ne? Für die zweite Belohnung. Lisbeths Weste. Lisbeth Barrett. Okay, gut, dann schauen wir uns erstmal die Ausrüstung an, die wir gerade bekommen haben. Challenges of this kind are always intimidating. Diese wattierte Jacke soll aus den hintersten Reihen der Tribüne von Hovendorps Arena noch gut sichtbar sein. Abwehr 15, Rüstung 231. Ja, wir sollen mal schauen, wer die kriegt. Und dann war noch Trivettas Spangenhelm.
Deine Patina ist ein echter Blickfang. Schaden aus Gelegenheitsangriffen. Minus 0. Gehört zusammen, ne? Was bringt das dann für einen Bonus? Rüstung. Minus 88. Schaden aus Gelegenheitsangriffen ist einfach zu gut an der Stelle. Rolinon hat aber auch Mittel, ne? Akkadische. Die ist tatsächlich noch besser als die Akkadische, ne? Stärke, Rüstung. Abwehr ist ein bisschen weniger. Rüstung ein bisschen weniger. Rüstung 64. Charisma der Bruderschaft. Ach so. Schaden. 30%. Jedes Mal, wie einer kämpft, erhalten benachbarte Verbündete eine lange Runde lang Brutalität. Ich glaube tatsächlich, die gebe ich Olenon hier, die Rüstung. Der ist ja eher passiv und kämpft nicht so aktiv. Kettenhemd des Schwertkämpfers. Nee. Demencia behält, glaube ich, auch die hier. Ich Panzer des Gesetzlosen. Behält sie auch. Eleth, schwere Rüstung. Gunbald, leichte Rüstung. Kann mittlere nicht tragen. Althold, Reifstahl Gambeson. Bewegung, Geschicklichkeit wird da wieder abgezogen. Ist ein bisschen schlechter, ne? Schaden aus Gelegenheitsangriffen. Ja, nee, er kriegt seine wieder. Den Gelegenheitsangriffen. 144 plus. Kann die mittlere nicht tragen. Trivettas Gambeson. Ist nicht so gut. Jetzt so auf den zweiten Blick. Natürlich was für Tritos. Weniger Abwehr. Kann mittlere nicht tragen. Schade eigentlich. So. Habe ich denn noch meinen Helm, der irgendwie nicht passt? Altold. Plus 124. Na, da müsste ich eigentlich die Dinge hier einmal ummodeln. Shift und zack, raus damit. Da genauso. Deutlich mehr Rüstung jetzt, ne? Mega. Gut, die neuen Faustkampfdinger sind ab Stufe 13. Hat er auch schon fast. So, dann kriegst du da die anderen Dinger rein. Bewegung, Geschicklichkeit. Okay, super. Cool. Neue legendäre Ausrüstung. Ja, ich würde sagen, wo wir schon mal dabei sind. Time to get serious. Direkt kämpfen. Wir nehmen das hier. Schwere Prüfung. Lisbeths Weste und Barret. Kogo und Toro. Smod. Und Lisbeth nochmal, ne? Ich überlege. Kontinenz hier raus. Negan dafür mit rein. Obwohl das passiv reinpieksen ist schon echt geil. Und Tritos und Viva ergänzen sich auch richtig gut. Wir kämpfen wieder so. Okay, jeder Gefährte muss seinen Zug neben einem Verbündeten beenden. Smod, Demencia. Zack. Besserte Präzision und schon mal die Rüstung mit kaputt machen.
Ach, verdammt. Kampf neu beginnen. Oh Mann, neben einem Verbündeten. Ich dussel. Ich lese es gerade noch vor und mach's nicht, ey. Gut, starten wir direkt neu. Okay, jeder Gefährte muss neben einem Verbündeten. Tritos wird entfernt, wenn das nicht passiert. Okay. Guck mal, dann machen wir es jetzt nochmal. Nur aus dieser Perspektive. Provozieren. Wirkt eine Runde lang eine Schwächung. Ja, die nehmen wir gerne mit. Dann macht er wahrscheinlich weniger Schaden. Jetzt hauen wir rein. Sehr gut. So, Rüstung ist noch über die Hälfte. Jawohl. Okay, dazwischen. Tritos, ne? Kann ihn einmal... Nee, nicht raushauen. Hier zwischen. So, du gehst einmal auf die Rückseite. In den Rücken. Und was da den Stoppi? Minus 15 ist echt nicht viel. Gut, nächste Runde. Als erstes. Stärke hast du nur 28. Dann nehme ich diese Keule. Die macht deutlich mehr Schaden. Und Viva darf keinen Schaden erleiden. Gut, dann geht Viva mal auf die Rückseite. Tritos haut ihn jetzt hier raus. Und Stoppi. Ja, lauf mal dahin. Smod. Schade. Ich dachte, der rennt auf Tritos zu. Ja, stopp. Dann holen wir uns einmal direkt 5 Punkte mit der Glanzleistung. Raus mit dir. Außer Gefecht. Kogo und Toro kommen zur Unterstützung. Erstes. Mit Demenza geheilt. 16 Meter. 12 Meter. Stück zurück. Und stopp. Yes. Stopp, stopp. Verdammt. Okay. Nur die beiden. Also nur in Anführungsstrichen. Alle müssen sich bewegen. Inkontinenz wird uns entfernt. Pass mal auf. Den hier schubsen wir erstmal wieder zurück. Bis dort gerne. Sehr schön. Ran hier. Die Poste. Aber, ja, das war klar. Gut, Demenzia dazwischen. Ranziehen. Fokus des Banditen. Die andere Axt. Und los. Lauf hier runter.
Verdammt. Stolzschub. Was ist das? Schaden um 50% erhöht. Brüder, oh, Schaden um 300% erhöht. Stärke 121, 99. Und jetzt hier tatsächlich zwischen. Und 269. Ups. 103. Nee, komm, nimm den da. Direkt einen nachgesetzt. Nochmal. Gut. Neue Runde beginnen. Geh nochmal zwischen. Wieder diese Axt. Das war blöd. Hab dem Schild nicht zugehauen. Der ist raus. Gut, keine Glanzleistung mehr. Tritos. Könnt ihr auf die Rückseite und mit reinhauen. Mist, verbrennen. Taurus Ziel. Shit, beide brennen, ist nicht gut. Ah, ich will nicht mitbrennen. Okay, lauf da oben hoch. Und raus hier. Block, außer Gefecht. Okay. Toro muss am Ende. Okay, das Ziel ist erledigt. Jeder Gewinner misst neben einem Gegner besitzen. Viva wird aus dem Kampf entfernt, wenn das nicht der Fall ist. Scheiße. Neben einem Gegner. Ja, sie kann das machen. Nach vorne. Ranziehen. Und hier hinlaufen. Oh, ouch. Viva kommt da nicht hin. Boros auch nicht so richtig. Das ist schlecht jetzt, ey. Mist. Du wirst auch gleich brennen, keine Angst. Berg, da kommt noch einer. Ja, die ist jetzt gleich raus. Und tschüss. Das ist aber auch die letzte hier, ne? Yes. Yes. Verdammt. Okay. Er brennt. Inkontinentia darf sich nicht bewegen. Bitte macht Taurus das hier eben. Ausschubsen. Meter. Hier hoch. Und heilen.
Gut, Tritos macht das wieder. Der zweite kommt da gleich auch mit zu. So, nicht bewegen. Pixie. Weiß nicht, wo der Typ jetzt langläuft, ne? Mach mal ruhig auf diese Seite. Oh oh, das wird. Wird nix. Auch raus. Das ist schon echt nicht ohne hier, diese Kämpfe. Ah, verdammt. Aber sie wehrt sich tapfer. Und auch raus, ne? Schade. Maybe we should have waited a bit before letting you take on our. Ja, danke. Okay, cool. Ich würde sagen, wir versuchen es noch einmal. Und dann gucke ich mal, ob ich so einen Tritt wieder mit rein, dass wir einen Bogenschützen dabei haben. Viel Spaß weiterhin, bis gleich. Und ciao.